herzlichen Dank, Pater Fidelis, für deine großartigen Worte. Thank you very much, Father Fidelis, for your great words. Und für die Einführung in einen Bereich, worauf wir auch heute näher eingehen werden. And also for an area that we will refer to more today in the course of the day. Die Unterscheidung der Geister. The discerning of the spirit. Es ist ja tatsächlich so, dass wir in unserem irdischen Leben einem Kampf ausgesetzt sind. It is in fact so that during our earthly life we are always exposed to a fight. Jesus hat den Sieg bereits den Krieg gewonnen. Jesus already won the fight. Aber solange wir im Fleisch sind, müssen wir gegen die Neigungen des Fleisches und gegen den Geistern der Himmelshöhen kämpfen. But as long as we are in the flesh, we have to fight against the flesh and the spirits in the heavens. Wir im Fleisch sind, müssen wir gegen die Neigungen des Fleisches und gegen den Geistern der Himmelshöhen kämpfen. Wir werden heute Nachmittag mehr darüber reden. Meine Mutter Gabi wird einen Vortrag darüber halten. And today in the afternoon we will talk more about it and my mother Gabi will give a talk about this. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, was Pater Fidelis mit uns geteilt hat und wofür wir dir auch sehr dankbar sind, ist, dass der Heilige Geist ein Geist der Gemeinschaft ist. And another important point that Father Fidelis shared with us and that we are very grateful to you for is that der Geist Gottes lebt in seinem Volk. That the Holy Spirit lives within his people, among his people, and he makes communion. Was interessant ist, ist, dass das althebräische Wort für Volk das gleiche Wort ist wie für Familie. It's very interesting that the old Hebrew word for people is the same word as for family. Was interessant ist, ist, dass das althebräische Wort für Volk. Und es ist tatsächlich so, der Heilige Geist macht uns zur Familie. And it is in fact so that the Holy Spirit makes us family. So, ich möchte jetzt das Wort Franz überlassen. Franz wird uns über das Thema beleuchten der Heilung, Charisma der Heilung. Franz will enlighten us about the subject of the gift of healing. Und viele haben mich gefragt, Richie, warum sind es viele Vortragende bei euch im Feuerstrom? Warum nicht nur eine? Many people ask me, Richie, why is it that many people give talks in your retreats in Feuerstrom? Why not only one person? Warum ist es nicht nur ein Priester oder ein Prediger, der bei Feuerstrom die Exerzitien hält? Why is it not only one preacher or one priest that gives a retreat in Feuerstrom? Die Antwort ist, weil Jesus nicht nur durch einen Priester oder einen Prediger wirkt, sondern durch sein ganzes Volk. The answer is, Jesus doesn't only work through one minister, one preacher, one priest, he works through his entire people. Durch seine ganze Familie. Through all his family. Uns geht es nicht darum, hier einen spirituellen Superman darzustellen. We are not about displaying a spiritual Superman. Uns geht es hier darum, Zeugnis zu geben, dass der Geist Gottes wirkt, gerade auch unter den Kleinsten von uns. We are here to give testimony
That the Spirit of God works among all of us, even and especially among the small ones. Jesus sagte, wir preisen dich, Vater, dass du deine Herrlichkeit den geringsten von uns offenbart hast. Jesus said, we praise you, Father, that you have revealed your wisdom to the least of us. Und wenn wir zur Geschichte der Kirche sehen und zur Geschichte unseres Glaubens, and we will, when we look at the history and the story of our church and of our faith, sehen wir, dass Gott immer durch die Kleinen gewirkt hat. Then we see that God always worked through the least, through the small people. Das heißt nicht, dass er nicht auch durch die Großen wirkt. That doesn't mean that he doesn't work also through the big and great people. Aber er ist nicht darauf angewiesen, dass wir Supermänner sind, um durch uns zu wirken. Das ist, was es heißt. But he doesn't need us to be Supermen and Superwomen to be able to work through us. That's what it means. Sieh zu Gideon, da hat der Herr mit 300 Mann eine 10.000 Mann Armee besiegt. Look at Gideon. There the Lord has overcome and won over a 3,000 army with only 300 people. Gideon war ein Bäcker. Gideon was a baker. Wir sehen die Geschichte von David. Ein kleiner Hirtenjunge besiegt einen riesigen, durchtrainierten Soldat. We see the story of David. A small little shepherd boy wins and fights again and wins over a huge und wird zum König von Israel. And becomes the king of Israel. Eine Jungfrau, 14 Jahre alt, wird die Mutter Gottes, die Mutter des Messias. A virgin, only 14 years old, becomes the mother of God, the mother of Jesus. Wir sehen, wie ein Fischermann der erste Papst wird. We see how a fisherman becomes the first pope. Was will uns der Herr damit sagen? What does the Lord want to tell us with that? Ganz egal, wie klein und wie schwach du bist, er ist unendlich stark in dir. No matter how small and weak you are, he is endlessly strong within you. Und er kann und wird durch dich die Welt verändern. And he can and he will change the world through you. So, ich möchte dich jetzt nicht länger aufschieben. Franz, vielen herzlichen Dank, dass du heute da bist. Danke, dass du wieder für uns einen Vortrag hältst. Du ehrst uns mit deiner Gegenwart. Und ich überlasse dir jetzt das Wort. Yes, Franz, we are very happy to have you here with us. We are honored by your presence. And now I give you the word. Danke, Richie, für die Ankündigung. Könnt ihr mich gut hören? Thank you, Richie, for the announcement. Can you hear us well? Can you hear me well? Also, ich freue mich, hier zu sein. I'm happy to be here. Und ich möchte mit einem kleinen Gebet anfangen. And I'd like to start with a small prayer. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, durchdringe unser Herz, Jesus. Durchdringe unser Herz, Jesus. Öffne die Herzen, alle, die zuschauen, die zuhören. Jesus, du wirkst, Jesus. Du bist der Herr, du bist der Auferstandene. Amen. Come, Holy Spirit, come, Mutter Maria. Holy Spirit, work within us. Flow through our hearts. Jesus, you are the risen one. You are the resurrected one. Shine through us. Amen. Mutter Maria, Königin des Friedens, bitte für uns. Mother Mary, Queen of Peace, pray for us. Alle Engel und Heiligen, bittet für uns. All angels and saints, pray for us. Bevor ich jetzt die frohe Botschaft von Jesus Christus verkünde, habe ich noch eine frohe Botschaft. Liebe Anna, Happy Birthday, du hast heute Geburtstag. Alles Liebe und Gute wünschen wir dir von ganzem Herzen. Before I start and proclaim the word of God, I have a and proclaim the good message, the good news, I have another good news.
Happy Birthday, Anna. Gottes Segen. So, jetzt gehen wir, jetzt fange ich an. Liebe Freunde in Jesus, ich möchte heute über die Gabe der Heilung sprechen. Dear friends in Jesus, today I would like to speak about the gift of healing. Die Heilung hat für mich immer etwas mit Liebe zu tun. Healing always has something to do with love. Wenn jemand in der Familie krank ist, wollen wir ihm ja helfen, weil wir ihn lieben. When someone in our family is sick, we want to help them because we love them. Die Liebe heilt. Love heals. Jesus heilt, weil er die Liebe ist. Jesus heals because he is love. Da lesen wir im 1. Johannes 4,16b. Bitte. We read in 1. Johannes 4,16b. 1. John 16b. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. 1. John 4,16. God is love, and whoever abides in his love abides in God, and God abides in him. Es ist immer Gottes Wille, uns zu heilen, das wissen wir, weil Jesus immer nur das tat, was er den Vater tun sah. It is always God's will to heal. We know that because Jesus always did what he saw the Father do. Und das lesen wir in Johannes 5,19. We read that in John 5,19. Jesus aber sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. John 5:19. So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. Jesus heilte alle. In der Schrift steht, er heilte alle. Jesus healed all. The Holy Scripture says he healed them all. Daraus schließen wir, wenn Jesus heilte, tat er den Willen des Vaters, weil sie eins sind. From that we conclude that when Jesus healed, he did the will of the Father, because he and the Father were one. Gott Vater schickt uns keine Krankheit. God the Father doesn't send us any sicknesses. 3. Johannes 2 lesen wir. We read in the third letter of John, chapter 2, verse 2. Lieber Bruder, ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. 3 John 2. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Halleluja. Wer die Liebe ist, kann uns keine Krankheiten schicken. The one who is love cannot and is not able to send us sicknesses. Aber es gibt viel falsches Denken in der Welt. But there's much wrong thinking in the world. Und da wird Gott falsch dargestellt, dass er uns Krankheiten schickt und so weiter und so fort. Auch unter Christen denken noch viele so. And God is depicted in a wrong way that he will send us sicknesses and sufferings and even among Christians, it is so. Wenn ich mich mit Christen unterhalte und anderen Menschen, dann kommt immer die Aussage, was Gott damit vorhat. Er will uns strafen. When I talk to other Christians about this, then it's always the question, what's the purpose of God? And then they say, yeah, God wants to punish us. Er will uns erziehen und zurechtweisen.
He wants to educate us. Weil er unzufrieden mit unserem Handeln und Tun ist. Because he's not happy how we act and how we live. Oder weil wir zu wenig Leistung bringen, vielleicht zu wenig beten oder zu wenig tun und so weiter. Das sind die falschen Ansichten. Because we don't do enough and we don't pray enough. That's why that is wrong. Ja, es gibt Krankheiten in der Welt. Yes, there are sicknesses in the world. Aber die kamen durch die Erbsünde von Adam und Eva in die Welt. But this came through the original sin of Adam and Eve into the world. Gottes Plan war gut für die Menschen. Da war das nicht, es war kein Plan Gottes, dass es Krankheiten und Tod gibt. God's plan was good for people. There was not a plan of death and sickness for man. Durch die Sünde kam Krankheit und Tod in die Welt. Through sin, sickness and death entered the world. So bekam der Teufel eine gewisse Macht über die gefallene Natur, deren Auswirkungen bis heute spürbar ist. And thus the devil got his power over the fallen nature that we can feel until today. Da gibt's die passende Bibelstelle dazu. And there is the Bible passage for that. Johannes 10:10. John 10:10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben, sagt Jesus. Jesus says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Ich habe die gute Nachricht. I have the good news. Durch einen Menschen, Adam, kam Sünde und Tod in die Welt. Und durch einen Menschen, Jesus Christus, kam Gnade, Leben und Wahrheit in die Welt. Through one man, Adam, sin and death entered to the world. But through one man, Jesus, the truth, grace entered the world. Jesus ist unser Erretter, unser Erlöser. Jesus is our Savior. Jesus hat schon alles vollbracht am Kreuz für uns aus Liebe. Da ist die Liebe wieder im Spiel. Jesus has already accomplished everything for us in love, for us on the cross. There comes love into it again. Gott Vater hat seinen Sohn aus Liebe zu uns gesandt. Nicht, dass er uns richtet, sondern dass er uns rettet. God the Father has sent his Son out of love to us, not that he may judge us, but that he may save us. Das ist wunderbar. That is wonderful. Es steht in 1. Petrus 2:24. It says in 1 Peter 2:24. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Andere Übersetzung, durch seine Striemen seid ihr geheilt. 1 Peter 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. But by his wounds you have been healed. Ja, der Herr hat alles für uns getragen. Am Kreuz ist alles vollbracht. Er hat alle Sünden auf sich genommen, alle Krankheiten auf sich genommen, alle Flüche, alles auf sich genommen. Ja, weil er die Liebe ist. The Lord took everything upon himself. He already accomplished everything for us on the cross. He took all our sins, all our sicknesses and all our curses upon himself. Because he is love. Jesus gab den Jüngern ein Versprechen. Jesus gave a promise and made a promise to the disciples. Und wenn Jesus ein Versprechen gibt,
dann ist es wahr und er hält sein Versprechen. When Jesus makes a promise, it is true and he keeps his promise. Ich sende euch einen Beistand, den Heiligen Geist, und das geschah am Pfingsttag. Halleluja. I will send you a comforter, the Holy Spirit, and this happened on the day of Pentecost. Halleluja. Wir lesen im 1. Korintherbrief 12, da steht alles drüber, was der Apostel Paulus sagt über die Heiligen, über den Heiligen Geist und die Geistesgaben. Und wir gehen direkt auf 12,9. 1. Korinther 12. We read 9. In the first letter to the Corinthians, chapter 12, 9. In chapter 12, Paul says everything about the Spirit and the gifts of the Spirit. Kleinen Moment, ich muss noch mal genau nachgucken. 1. Korinther 12, 9. 1. Corinthians 12, 9. So. Die Überschrift vom Korinther 12 lautet: Die Geistesgaben und das Leben der Christen. Und jetzt gehe ich auf 12, 9. Den Dritten im gleichen Geist gab er Glaubenskraft, einem anderen immer den einen im gleichen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen. Ich wiederhole nochmal: Dem Dritten im gleichen Geist Glaubenskraft. Einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, die Krankheiten zu heilen. 1 Corinthians 12, 9. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. Jetzt kommen wir genau dahin, um die Gabe der Heilung, was es im Vortrag geht. Aber ich musste vorher über die Krankheiten sprechen und so weiter, um das mal klar zu machen, dass Gott nicht die Krankheiten schickt. We're coming now to the subject of this talk, in the gift of healing. Until now I had to speak about the sicknesses, so that it's clear that God is not sending any sickness. Die Gabe der Heilung ist eine spezielle Salbung des Heiligen Geistes für einzelne Menschen. The gift of healing is a special anointing of the Spirit for certain people. Die Gabe schenkt Gott den Menschen, nicht weil sie besonders heilig oder fromm sind. God gives this gift to people not because they were especially pious or holy. Viele denken, Mann, der hat die Gabe der Heilung, der ist ja ganz heilig, ganz fromm, deswegen hat er das bekommen. Das stimmt nicht. Many people think, oh, this person has the gift of healing. He must be very pious, he must be very holy. But that's not true. Der Heilige Geist weht, wie er will und wo er will und schenkt die Gaben, wem er will. The Holy Spirit goes around where he wants to and when he wants to, and he gives his gifts to whomever he wants. Also die Gabe der Heilung ist speziell auch in der charismatischen Erneuerung, ist mir das aufgefallen, weil da wirkt der Heilige Geist auch wunderbar. The gift of healing is present especially in the charismatic renewal, because there the Holy Spirit works in a marvelous way. Und jetzt gehen wir weiter. Wir sind Katholiken in der katholischen Kirche. Now we continue. We as Catholics in the Catholic Church. In der katholischen Kirche haben die Priester durch ihr Amt als Hirte und Wächter der Gemeinden eine besondere Heilungsgabe. In the Catholic Church the bishops and priests have as shepherds of dioceses and communities and parishes a special gift of healing. Eine besondere Salbung durch die Priesterweihe. They have an anointing through the ordination. Und sie haben den Auftrag, das Evangelium zu verkünden.
and they have the call to proclaim the gospel. Die Sakramente zu spenden. To give the sacraments. Und erzähle ich jetzt drei Sakramente ganz besonders auf. And I want to focus and count three sacraments especially. Viele Heilungen basieren auch im Sakrament der Buße, der Beichte. Many healings happen in the sacrament of confession. Da löst der Herr viele Blockaden auf, wenn jemand Unvergebung im Herzen hat. The Lord loosens and dissolves many blocks in the heart when, for example, someone has unforgiveness in their heart. Wenn jemand die Sünde bereut und vergeben will. When someone repents of their sin and wants to forgive. Passieren auch viele Heilungen. Many healings happen. Dann gibt es auch das Sakrament der Krankensalbung. Also we have the sacrament of healing of the sick. Dieses wunderbare Sakrament ist in Verruf geraten. This wonderful sacrament has been denounced or been misunderstood many times. Früher hieß es die letzte Ölung. Earlier we called it the last anointing. Die wurde nur gespendet, wenn der Mensch kurz vorm Tod ist, dann heißt es, holt einen Pfarrer. And it was only given when people were almost about to die and the people were saying, get the priest. Das war super, das war spitze. That was great. Aber wenn man jetzt jemandem sagt, komm, lass doch deinen Vater oder so ein Sakrament der Krankensalbung zukommen, dann haben die Leute Angst. But when nowadays you tell someone, let someone come and give your father or mother the last ointment or the healing of the sick, then the people are afraid. Die haben das Sakrament nicht richtig verstanden. They did not properly understand this sacrament. Nein, das machen wir nicht. Wenn der Pfarrer kommt, hat der Papa Angst. Der muss sterben. No, we don't want to do that because when we call the priest, then our father will be afraid that he has to die. Es kommt von früher alles, klar. That comes from earlier times. Ein kleines Beispiel von meiner Mutter. A small example from my mother. Die war auch im Krankenhaus gelegen, hatte Atemprobleme. She was in hospital and she had her problems breathing. Asthma und Herzschwäche. She had asthma and weakness of the heart. War schwach und konnte nur im Bett liegen. She was very weak and she could only lie in bed. Die Anfangszeit meiner Bekehrung. The beginning of my conversion. Holte ich einen Priester und der gab meiner Mutter, meiner lieben Mutter, die Kranksalbung. Der spendete die Kranksalbung. I called a priest and he gave my mother the anointing of the sick. Meine Mutter bekam neue Kraft. My mother got new strength. Verschiedene Heilungen. Different healings. Und sie lebte noch ein paar Jahre. And she lived another few years. Also, Freunde im Christus, holt die Priester, wenn ihr kranke Menschen habt auch. Die können die Kranksalbung spenden. So, my dear friends, get the priest, call the priest when you have sick people around you, and they can give the anointing of the sick. Das andere Sakrament ist die heilige Eucharistie. The other sacrament is the sacrament of the Eucharist. Da ist Jesus wahrhaftig. Jesus is real presence there. Da ist er anwesend in Leib und Blut. He is present in his body and blood. Da passierten auch schon viele Heilungen, nur bei der Anbetung.
Many healings already happened only during adoration. Oder wenn Gläubige die Heilige Kommunion empfangen haben. Or when the faithful received Holy Communion. Aber leider ist vielen Priestern diese besondere Vollmacht und die Salbung nicht bewusst. But unfortunately, many priests are not aware of this anointing and special blessing that they have. Das soll keine Kritik sein. I don't want to criticize anyone. Ich habe halt nur festgestellt, dass viele Priester gar nicht um Heilung beten. I just noticed that many priests don't even pray for healing. Deswegen, liebe Priester, seid euren Auftrag treu. That's why, dear priests, be faithful to your calling. Habt keine Angst. Don't be afraid. Ihr könnt nichts falsch machen. You cannot do anything wrong. Weil Jesus ist der Heiler. Because Jesus is the healer. Aber das Gebet um Heilung ist nicht nur Priester, sondern auch für jeden Christen da, dass wir es nutzen sollen. The prayer for healing is not only there for priests, but is there for every single Christian, that we may use it. In Markus 9:23 steht. It says in Mark chapter 9:23. Sagt Jesus, alles ist möglich dem, der glaubt. Jesus says in Mark 9:23, all things are possible for one who believes. Alles ist möglich dem, der glaubt. All things are possible for one who believes. Damit werden jetzt alle ermutigt, auch um Heilung zu beten. And auch so, mir. And with this, all are encouraged to pray for healing, even us. Ja, Glaube ist wichtig. Ein Mensch ohne Glaube kann Gott nicht gefallen. Faith is important. A man without faith cannot be pleasing to God. Jesus wohnt in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Jesus lives within us. We are a temple of the Holy Spirit. Ja, machen wir uns das bewusst. Das müssen wir uns bewusst machen. We should be aware of this and make ourselves conscious of it. Sagen kann man das ganz schnell. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. We can always say that very quickly. Yes, I'm a temple of the Holy Spirit. Machen wir uns bewusst, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns ist. But we should make ourselves aware that the same power that has risen, that has raised Jesus from the dead, is within us. Weil Jesus in uns lebt. Because Jesus lives inside of us. Lassen wir ihn rein mit Glauben. Let's let him in with faith. Halleluja. Halleluja. Durch Jesus haben wir Autorität und Vollmacht. Through Jesus we have authority and power of attorney. Da kommt eine meiner Lieblingsbibelstellen. And now comes one of my favorite Bible passages. Johannes 14. 12 bis 14. John 14, 12 to 14. Das sagte Jesus selber. Amen, Amen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. John 14, 12 to 14. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than these will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Wenn Jesus Amen, Amen sagt,
When Jesus says truly, truly or amen, amen, dann sagt das ganz bestimmt, ist ganz wichtig. Amen, amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, und wir glauben doch an Jesus, also können wir die Werke tun, die er getan hat, und sogar noch größere. He really means what he's going to say, and he's going to say something very important, and he says, then that is really true, that we can really do the works of God, and we can even do greater things. Ja, Jesus gab uns den Auftrag, das ist für mich ein Auftrag. Jesus gave us the call. This is a job for us. It's something we have to do. In seinem heiligen Namen, die Menschen zu heilen und ihnen zu helfen. To heal people in his holy name and to help them. Aber ganz demütig müssen wir uns bewusst sein. But we have to be aware in humility, dass nicht wir heilen, sondern Jesus heilt. That it is not us that heal, but it is Jesus who heals. Jesus ist der Heiland. Jesus ist der Erlöser, unser Retter. Amen. Jesus is the Savior. Jesus is our Savior. Amen. Ja, der Herr gibt uns die Kraft. Nichts kommt von uns allein. Jesus and the Lord gives us the power. Nothing comes out of ourselves. Im heiligen Evangelium nach Markus stehen so viele Heilungen. Da hat Jesus viele Kranken geheilt. Alle Kranken geheilt. Halleluja. In the Holy Gospel of Mark we see so many healings and Jesus has healed everyone. Ich ermutige euch, die Heilige Schrift zu lesen. I want to encourage you to read the Holy Scripture. Allein durch das Lesen der Heiligen Schrift für Heilungszeugnisse sind schon viele Menschen geheilt worden. Only by reading the Holy Scripture and reading testimonies of healings, many people have been healed. Das ist doch wunderbar. Das ist spitzenmäßig, finde ich. That is wonderful. It's excellent, I think. Also lesen wir die Heilige Schrift und lassen den Herrn wirken. So let's read the Holy Scripture and let the Lord work. Ein wichtiger Punkt für die Heilung ist auch Glaube. Heilung und Glauben gehören zusammen. An important point for healing is faith. Faith and healing go together. Da schlagen wir Markus 11 auf, bitte. Let's turn to Mark chapter 11. 22 bis 24. Verses 22 to 24. Jesus sagte zu ihnen: Ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Mark 11, verses 22 to 24. And Jesus answered them, Have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, Be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ich möchte euch alle ermutigen, den Auftrag von Jesus ernst zu nehmen. I'd like to encourage you all to take the call of Jesus seriously. Nehmen wir unsere Autorität und Vollmacht, die Jesus uns verliehen hat, in Anspruch. Let's accept and take this
power of attorney and power of Jesus. Beten wir mit Glauben im Herzen, ohne Zweifel für kranke Menschen. Let's pray with faith in the heart and without doubt for sick people. Dienen wir mit Liebe und Demut. Let's serve with love and humility. Jesus heilt, nicht wir. Jesus heals, not us. Da habe ich zwei kleine Zeugnisse. I have two little testimonies. Eine Frau bat mich am Telefon, dass ich für ihre Rückenschmerzen heilen, beten sollte. A lady called me on the phone and asked me to pray for her back pain. Also, derjenige will, dass wir beten, das ist auch eine Voraussetzung. So the person has to want us to pray, that is a condition. Das sollten wir übereinstimmen. We should both agree with each other. Dann habe ich gesagt, mache ich gern. Setz dich immer hin. And I said, yes, I will gladly pray, please sit down. Dann fragte ich, wo sind denn deine Schmerzen? And I asked, where are your pains? Sie sagte direkt in der Wirbelsäule von oben bis unten, ich habe so einen krummen Rücken irgendwie, es tut nur weh, es tut weh. She said, the pains are in the spine from top to bottom. I have somehow, my spine is crooked and my back is not straight, so I have pain. Und dann betete ich so. Ich sprach ein Dankgebet. I said a prayer of thanksgiving. Danke, Jesus. Ich lobe dich, Jesus. Ich preise dich, Jesus. Danke, Vater, für diese Frau. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I worship you, Jesus. And I thank you, Father, for this lady. Du hast sie schon vor 2000 Jahren vollständig geheilt, Jesus. 2000 years ago, you already fully healed her, Jesus. Am Kreuz hast du schon alles vollbracht für sie. You already accomplished everything on the cross for her. Du hast all ihre Schmerzen und Krankheiten getragen. You already took all her pains and sicknesses. Ich danke dir, Vater. I thank you, Father. Dann sprach ich so, du Rückenschmerz, in Jesu Namen, im Namen Jesu Christi, befehle ich dir jetzt zu verschwinden. And then I said, you back pain, you pain in the back, in the spine, in Jesus' name, I command you to disappear now. Stechen, verschwinde in Jesu Namen. Stinging pain, go in Jesus' name. Wirbelsäule, in Jesu Namen, richte dich auf. Bandscheiben, seid in der richtigen Stellung, in Jesu Namen. Spine, be straight. Halleluja. Be straight, in Jesus' name. Dann machte es Knack. Then it made a sound, Knack. Und die Frau hatte keine Schmerzen mehr, Halleluja. And the lady didn't have any more pain. Und dann habe ich Gott gedankt. Herr, ich danke dir, dass du sie vollständig geheilt hast. Und dann habe ich sie mit eingeschlossen. And then I thank God. Thank you, Lord, that you have healed her completely. And I included her. Habe ein kurzes Gebet vorgesprochen. And I said a small prayer. In Jesu Namen. In the name of Jesus. Wird, ich spreche jetzt mal in meinen Namen, okay? In Jesu Namen nimmt mir niemand die Heilung mehr weg. In Jesus' name, nobody will take away this healing from me. Auch der Feind nicht. Not even the enemy. Ich glaube, dass Jesus mich vollständig von Rückenschmerzen geheilt hat. I believe that Jesus has healed me completely from my back pain. Ich nehme meine Heilung an. I claim my healing. Und wenn noch mal irgendwie was zwickt oder zwackt, habe ich ja gesagt, dann sagst du in Jesu Namen, verschwinde.
And I told her, in case anything may pain or here and there may have a little pain or the pain may come back, then tell this pain to disappear, to go. Weil es kann öfter mal sein, dass dann vielleicht Schmerzen zurückkommen, weil der andere das will, dass man nicht glaubt, dass man geheilt ist. Because it can always happen that maybe sometimes some pain comes back because the other one, the enemy, doesn't want us to be healed. Und in Jesu Namen hat jeder gläubige Christ die Vollmacht, diesen Schmerz wieder zu befehlen, zu gehen. And in Jesus' name, every single Christian has the power of attorney to tell the pain to go. Für mich war es eine große Freude, dass Jesus mich benutzt hat. For me, it was a great joy that Jesus used me. Das hat meinen Glauben wieder gestärkt. It strengthened my faith. Und ich habe ihr gesagt, dass sie Gott loben und preisen soll. And I told her to praise and thank God. Für ihre Heilung und in der Heiligen Schrift lesen soll. For her healing and that she should read in the Holy Scripture. Habe ich noch ein kleines Zeugnis? I have another little testimony. Nach der Kirche kam eine Frau auf mich zu. After church, a lady came to me. Sie hatte starke Ischias-Schmerzen. Von der Lendenwirbelsäule bis in den Fuß, in die Fußspitze. She had strong ischias pain from the lower spine till down into her foot. Ischias-Schmerzen sind ganz schlimme Schmerzen, sind Nervenschmerzen. Ischias pain is horrible pain. It's a pain in the nerves. Sie kennt mich schon länger. She knows me for some time. Hatte keine Berührungsängste und sagt, Franz, bitte bete für mich. And she wasn't shy and she asked me, Franz, please pray for me. In Liebe und Demut nahm ich ihre Bitte natürlich an. And in love and humility I accepted her request. Und ich betete wieder mit Vollmacht. Im Glauben im Herzen für diese Frau. And again I prayed with power of attorney, with faith in my heart for this lady. Kurzes Dankgebet. Jesus, ich lobe dich, ich preise dich, ich danke dir für ihr Leben. A short prayer of thanksgiving. Lord Jesus, I thank you and I praise you for her life. Ich danke dir, Herr, dass du sie schon geheilt hast. I thank you, Lord, that you already healed her. Ich lobe dich und ich preise dich für deine Liebe zu ihr. I praise and I thank you for your love to her, for her. Dann befahl ich den Ischias-Schmerz in Jesu Namen, du Ischias-Schmerz, in Jesu Namen, befehle ich dir jetzt sofort zu verschwinden. Then I commanded the ischias pain. I said, in Jesus' name, you pain in the ischias, I command you to go right now. Du hast in ihr nichts zu suchen. Sie ist ein Tempel des Heiligen Geistes. You have nothing lost in her. She's a temple of the Holy Spirit. Jesus will, dass sie geheilt ist, in Jesu Namen. Jesus wants her to be healed, in Jesus' name. Dann habe ich Amen gesagt. Then I said Amen. Dann haben wir kurz zusammen noch gedankt. Gott, wir loben, preisen dich, wir danken dir. Und dann ist sie mit Schmerzen weitergegangen. And then we continued praising and thanking God for some time. Thank you in Jesus and praise you, Jesus. And then she left with still having pain. Nee, Entschuldigung, ich habe sie heimgefahren. No, sorry, I brought her home. I drove her home with my car. Die hat nicht weit weg von der Kirche gewohnt. Ist kein Problem. Damit will ich sagen, es gibt Spontanheilungen. And with that I want to say, there are spontaneous healings. So wie der Rücken geknackt hat. Like the back snapped with the other lady. Beim ersten Zeugnis, wo ich es gesagt habe. Und es gibt Heilungen, die
wie sagt man, Step by Step gehen. Also eins nach dem anderen. Die dauern aber Tage, es geht ganz langsam, aber es kommt. And there are healings that are a process and they go step by step. So it takes some days maybe or weeks, but it comes. It goes slowly by slowly and it becomes better. So war es bei dieser Frau. And this is how it was with this lady. Nach einer Woche rief sie mich an. After 1 week she called me. Dann sagt sie mir, Franz, ich wollte schon längst anrufen. Sag ich, was ist denn? And she said, Franz, I wanted to call you since a long time. Franz, ich danke Gott, die Ischias-Schmerzen sind verschwunden. Halleluja. Franz, I thank God and I praise God, the ischias pain has disappeared. Thank you. Diese unerwartete Rückmeldung. This unexpected answer gab mir wieder Stärkung im Glauben und ich spürte die Liebe Christi, die mich einfach durchflutet hat, weil ich mich so gefreut habe für diese Frau. And it strengthened my faith and I just felt the love of Christ that was flowing through me because I was so happy for this lady. Freunde in Jesus, betet für die Menschen. Friends in Jesus, pray for the people. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir müssen die Menschenfurcht ablegen. Out of my own experience, I have to tell you, we have to stop being afraid of people. Da habe ich auch eine kleine Erfahrung gemacht. Ich habe jemandem Gottes Segen gewünscht. Another little experience. I wished God's blessings to someone. Und diese Frau, der ich es gewünscht habe, die hat mich ganz schlimm angeschaut und hat gesagt, behalte deinen Segen, ich will es nicht und so weiter und so fort. And this lady that I wished it to, she looked very angry at me and said, oh, you keep your blessing, I don't want that blessing. Früher hätte ich mich aufgeregt. Earlier I would have got angry and would have really, become angry. Ich habe mich selber mich gewundert, ich war ganz gelassen. I was astounded at myself. I was completely patient and didn't care much. Da habe ich gesagt, danke, dann kommt der Segen wieder auf mich zurück. And I said, thank you, then the blessing comes back to me. Das ist aber schön, habe ich gesagt. Und innerlich war ich traurig, wegen der Frau. And inside of me I was a bit sad because of this lady. Weil wenn jemand den Segen Gottes ablehnt oder zurückweist, das ist doch traurig. Because when someone rejects the blessing of God, that is sad. Ich bin dann gegangen und habe im Stillen für sie gebetet und habe sie gesegnet. So I went and I prayed for her and blessed her in silence. Das kann euch genauso gehen, wenn ihr über Heilung sprecht und sagt, wenn jemand fragt, oder ich sage, darf ich für dich um Heilung beten? Maybe you will experience the same when you ask someone, can I pray for healing for you? Dann sagen die Leute, ach, der spinnt ja, was will denn der schon? Jetzt will der Franz zum Beispiel, der kleine Franz, Halleluja, der will für mich um Heilung beten. And people may say, ah, this is a crazy person. What does this small person want from me? For example, this small Franz is no-name person. What does he want to pray for me? Der spinnt doch. Der mit seinem Jesus. Der spinnt doch. He is totally mad and crazy. He with his Jesus, he's totally crazy. Lasst euch nicht entmutigen. Legt die Menschenfurcht ab. Don't be discouraged and put away all fear of man. Ich glaube in Matthäus bei der Bergpredigt, glaube ich, 5,11 steht, selig seid ihr, wenn ihr meinen Namen beschimpft und so weiter werdet. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. It says in Matthew in the Sermon on the Mountain, chapter 5, blessed are those who are being persecuted for my name.
Also, dann sollen wir uns freuen. So we should be happy and rejoice. Aber wir können so viel Gutes tun in seinem heiligen Namen, wenn wir seinen Namen aussprechen. Wunderbar ist das. We can do so much good in his holy name when we speak his name. Jetzt habe ich noch eine wunderbare Bibelstelle. I have another wonderful Bible passage. Da geht es um einen Aussätzigen. It is about a leopard. Ja, die, wo Lepra hatten früher, die wurden ja ausgesondert. Die haben sich ja ausgesondert gefühlt. Da durfte keiner hingehen. Die durften ihre Familie nicht mehr sehen. Die waren total ausgeschlossen von der Gesellschaft. People who had leprosy in that time, they were completely rejected and shut out by society. They were not allowed to see their friends, their family, no one. Jesus kam gerade den Berg hinunter nach der Bergpredigt. And Jesus was just coming down from the mountain after the Sermon on the Mountain. Und da sah er einen Aussätzigen. And there he saw a leopard. Aber lesen wir nach. Das Wort Gottes ist stark. Matthäus 8, 1 bis 3. We read in Matthew chapter 8, 1 to 3. Ich finde die Stelle wunderbar. Die ist sowas Kraftvolles. Hör doch mal zu. I think this passage is totally wonderful. I love it. Just listen. Als Jesus von dem Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hört genau zu, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es, werde rein. Und im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Matthew 8, 1-3. When he came down from the mountain, great crowds followed him. And behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately his leprosy was cleansed. Diese Bibelstelle hat mich sehr berührt. This Bible passage touched me very much. Stellt euch vor, es ist ein Aussätziger, ein Leprakranker, der ist ausgesondert, der gehört nicht mehr zur Gesellschaft. Imagine there's a leper who is completely shut out by society. Ich glaube, die hatten Abstandsregeln damals. Sie durften sich gar nicht so ganz nah zu ihm kommen. I think they had rules of distance, to keep distance and not to come close to him. Und unser Jesus ging hin und zuerst berührte er ihn. And our Jesus went to him and the first thing he did is he touched him. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte. Jesus stretched out his hand and touched him, saying. So that means he touched him. Der Mann wurde viele Jahre wahrscheinlich nicht mehr berührt. Er konnte seine Frau nicht mehr umarmen, seine Kinder nicht mehr umarmen. Ist doch furchtbar. This man hadn't been touched for years, probably. He couldn't hug his wife, his kids. That's terrible. Und unser Jesus berührte ihn und sagte, ich will es, Freunde. And our Jesus touched him and said, I will, dear friends. Im gleichen Augenblick war der Aussätzige rein. In the same moment, the leper was clean. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, danke Jesus, Halleluja. Ich danke dir, Herr. Also, wenn man das hört, Jesus sagt selber, ich will es. Jesus himself said, I will. Jesus will immer heilen. Jesus always wants to heal. Daraus folgern wir. We conclude from that. Heilung ist Gottes Wille für uns.
Glaube nur. Healing is God's will for us. Just believe. Jetzt will ich noch ganz kurz was über die Liebe erzählen, wo wir angefangen haben. Now I want to talk a little bit about love, where we said in the beginning. Wir sagen ja oft, ach, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, das ist gut, das ist gut. Many times we say, I love Jesus, yes, that's good. Aber unsere Liebe ist nicht vollkommen. But our love is not perfect. Jesus hat uns zuerst geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Jesus loved us first before we loved him. Jesus ist die Liebe, er ist die vollkommene Liebe. Jesus is love, he is perfect love. Und wir müssen uns lieben lassen. And we have to let ourselves be loved. Viele Menschen wollen was tun und noch mehr tun und noch mehr und noch mehr, dass Jesus sie liebt. Many people want to do something and do things and more in order for Jesus to make Jesus love them. Das kann bei uns Christen ganz schlimm sein. That can be a very bad state with us Christians. Das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und so weiter und so fort. Gott hört unsere Bitten. This I have to do and that I have to do. God hears our pleas. Sein Arm ist nicht zu kurz, um uns zu helfen. His arm is not too short to help us. Wir müssen nichts tun, dass Jesus uns liebt. We don't have to do anything for Jesus to love us. Seine Liebe ist bedingungslos und immerwährend. His love is unconditional and eternal. Die Liebe ist der Schlüssel zu allem. Love is the key to everything. Auch zur Heilung. Also for healing. Ja, die Liebe ist der Schlüssel. Love is the key. Da fällt mir ein, ich lese gern das Johannesevangelium. I like reading the Gospel of John. Der Johannes ist der einzige Jünger im Evangelium, wo steht, der Jünger, den Jesus liebte. John is the only apostle about whom it says, John, the disciple that Jesus loved. Ist es euch schon mal aufgefallen? Ich dachte auch immer, was macht der was Besonderes? Have you ever noticed that? I always thought, what great thing is he doing? Is he so special? Jesus liebt doch alle Jünger gleich. Jesus loves all disciples the same. Aber mir ist etwas klar geworden. But I realized something. Was ganz wichtig ist, auch für uns alle. Something very important, also for all of us. Petrus hat ja gesagt, ich gehe für dich in den Tod, ich mache alles und so weiter und so fort, ich liebe dich. Ne? Gut. Peter said many times, I do everything for you, Jesus, I even go unto death, I love you, Jesus. Und wir wissen ja, was passiert ist. And we know what happened. Er hat ihn dreimal verleugnet und hat bitterlich geweint. Three times he denied Jesus and he cried bitterly. Und der Johannes, das ist ja der, wo das Johannesevangelium geschrieben hat, hat geschrieben, der Jesus, den Jünger, den Jesus liebte, das hat er selber geschrieben. Ist doch klasse, passt auf. And John wrote the Gospel of John. John himself wrote that. So John himself wrote Jesus, who loved John. Denn Johannes hat erkannt, dass Jesus ihn liebt. Man kann alles viel reden und so, Jesus liebt mich, aber er hat es erkannt, tief in seinem Herzen hat er sich lieben lassen. Er ist der Jünger, der an der Brust Jesu gelehnt hat. John realized that Jesus loved him and he
was the one disciple who leaned to the chest of Jesus and was so close to him. He allowed himself to be loved by Jesus in his heart. Freunde, lassen wir uns nur lieben. Wir müssen uns bewusst, dass Jesus uns liebt. Dear friends, let us be loved by Jesus. We only have to be aware that Jesus loves us. Du, der du gerade zuhörst und zuschaust, wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärest, wäre Jesus für dich gestorben, weil er dich liebt. You who are watching right now, if you were the only person on the entire earth, Jesus would have died only for you because he loves you. Das ist doch wunderbar. Wir müssen uns klar machen. Ich finde, das ist das Wichtigste. Wir müssen klar machen, dass Jesus uns liebt. Bedingungslos. This is so marvelous and it's wonderful. And I think this is the most important thing. We have to make ourselves aware that Jesus loves us. Also, wir müssen uns von der Liebe Jesu so durchdringen lassen, dass wir andere anstecken von der Liebe Jesu. Anstecken, da nützt auch keine Maske. Halleluja. We have to be so quenched with the love of Jesus, and the love of Jesus has to be so much in us that we even infect others with the love of Jesus, and not even a mask will prevent that. Halleluja. Wir müssen ansteckend sein. Jesus will, dass wir seine Liebe anstecken und dann die wunderbare Liebe weitergeben. We have to be infectious. We have to be infectious with the love of Jesus and give the love of Jesus to others. Das ist wichtig für die ganze Welt, denn wir stehen unter der Gnade. That is important for the entire world because we are standing under grace. Jetzt zum Abschluss noch eine Bibelstelle. Der Auferstandene gibt uns den Auftrag und da möchte ich euch Mut zusprechen. Matthäus 18 bis 20, Freunde. Matthäus 28, 18 bis 20. In the end, I would like to give you a Bible passage. Jesus gives us the call, the order, and it says in Matthew 28, 18. Das war kurz vor der Himmelfahrt. That was shortly before Ascension, his Ascension. Jetzt hört gut zu. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthew 28:18, the Great Commission. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age. Also gehen wir voran mit der Gewissheit, dass Jesus bei uns ist, sowieso, der wohnt ja in uns. So let's go forward with the assurance that Jesus is in us and with us. Fürchten wir uns nicht und tun Gutes in seinem heiligen Namen. Let's not be afraid and let's do good in his holy name. Meine letzten Worte. Der Wille Gottes ist Heilung für uns. My last words, the will of God is healing for us. Dass es uns gut geht. Ich danke euch, glaubt nur. And that we may be well. I thank you, just believe. Seid gesegnet, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Franz. Be blessed, my dear friends. See you next time, your Franz. Und jetzt machen wir 15 Minuten Pause. Macht's gut. Ciao, ciao.
And now we'll have 15 minutes break. Take care. Bye-bye. Bye-bye.